Hallo und willkommen zu einer neuen Folge bei unserer Dickheits-Challenge. Jake ist gerade noch dabei, ein bisschen zu schlafen. Es ist noch sehr, sehr früh am Morgen und er hat heute frei. Es ist Wochenende. Es schneit wie verrückt. Und wir werden heute ein bisschen rausgehen in ein anderes Dorf, was in der Nachbarschaft liegt, weil Jake dort seiner Mission nachgehen muss. Das seht ihr dann, was wir da genau machen werden. Erstmal lasse ich ihn noch ein kleines bisschen schlafen. Er zieht dann in aller Frühe los und hier unsere Avri, ach Avri heißt sie, kümmert sich dann um die Kinder, während wir weg sind. Sie ist ja unsere Butlerin. Butlerin hört sich immer so komisch an. Aber ja, ist sie halt wirklich bei uns. So, aber noch ganz, ganz kurz baden könntest du, Jake. Ja, du hast komisch geträumt. Ich weiß, hier passt das nicht. Ja, aber bade erstmal noch kurz. So. Fertig. So, dann reisen wir doch gleich mal los. So, wir sind hier in aller Frühe angekommen bei diesem schönen Platz hier. Hier waren wir schon einmal mit Elinor, als wir ein Date mit ihr hatten, als Jake sie erst gerade kennengelernt hatte. Ja, so schnell geht das. Und wir sind heute hier, um ein bisschen nachzuforschen. Ist natürlich jetzt noch keiner da. Das ist so ein Marktplatz, kann man sagen. Und wir werden hier einfach mal ein bisschen erkundigen und forschen. Hier ist zum Beispiel ein Tunnel. Den könnten wir schon mal untersuchen. Der ist halt schwer, weil wir kein Werwolf sind. Da können wir nicht genauso erforschen. Da müssen wir ein bisschen nachhelfen. Aber das ist nicht schlimm. Wir gehen erstmal vielleicht in den Tunnel, oder? Ja, Jack schaut sich hier einfach mal um. Weil er ja weiß, dass er sich hier um diese Stadt hier oder dieses Dörfchen hier eher sich ein bisschen kümmern muss für seine Mission. Der Untergrund. Jack atmet tief durch und macht sich auf den Weg in den Untergrund. Ja, wir fahren fort. Ein nasser Hund. Die Tunnel sind feucht und Jack kann dem Geruch nach nassem Hund, der überall in der Luft hängt, nicht entkommen. Fortfahren. Ein einsames Heulen. Ein einsames Heulen schallt durch den Untergrund, das vor den Tunnelwänden in alle Richtungen zurückgeworfen wird. Heulen ignorieren oder zurückheulen? Wir heulen mal zurück. Ohrenbetäubende Stille. Nachdem Jake das einsame Heulen gehört hat, heult er in die Leere zurück. Die Stille, die auf seinen Versuch folgt, ist ohrenbetäubend. Aufbruch aus dem Untergrund. Jake kann vor sich ein Licht erkennen, das muss ein Ausgang sein. Naja, wir sind doch zu früh reingegangen. Ja, dann machen wir das doch mal so. Hier sammelst du einmal kurz Schnee, wenn wir schon mal da drauf geklickt haben. Wir reden erstmal einfach nur mit den Leuten, die auf dem Marktplatz sind. Wo ist denn der Marktplatz hin? Hier ist er. Müssen ja langsam auch welche auftauchen, oder nicht? Hallo? Ach, hier. Hier sind ein paar Leute. Der Vladislaus. Oh, und hier ist einer am Randalieren, wie es aussieht. Ja, red doch mal mit dem hier. Hoffentlich lässt er sich. Hoffentlich redet er mit uns. Fragen wir die Winde wie hin. Ja, kannst du nochmal mit Smalltalk anfangen. Hallo, du da. Ja, wie geht's dir denn so? Wir sind hier nicht allzu oft. Oder Fladdy ist laus. Der stirbt. Tot. Ja. Wieso bist du auch hier in der Sonne? Oh, der Sensenmann. Hallo, Sensenmann. Fleh vielleicht mal um Vladislaus. Hör mal auf, mit ihm zu reden. Flehen. Komm, probier's mal. Wir haben ein bisschen Freundschaft mit dem Sensenmann, wo er vielleicht hier den mitnimmt. Na, Jack, machst du? Bitte, Sensenmann, nimm ihn doch noch nicht mit. Oh, er will nicht. Vladislaus Straut ist von uns gegangen, nachdem das leidenschaftliche Flehen von Jake beim Sensenmann auf taube Ohren gestoßen ist. Tja, Vladislaus. Tut den mal in den Inventar, sonst steht er hier rum. Können wir mal mit John hier reden? Ach, den kennen wir doch. Wohnst du jetzt hier? Und mit dem Mixerin können wir auch mal reden. Die Sache im Werwolf. Lass mal den John in Ruhe. Also auf die Entfernung könnt ihr wohl Hände schütteln, ihr zwei? Rede mal mit der Jack. So ein angenehmes Gespräch. Frag mal nach Moonwood Mill. Und wie ist es hier so? Alles okay? Es heißt bei Neumond, Vollmond oder wenn der Mond im ersten oder
dritten Viertel stehe, gehe das Angeln leichter von der Hand. Was für ein Aberglaube. Haben wir alles gerade nicht. Frag mal nochmal danach, Jake. Der Sinsmann hängt hier ein bisschen mit uns ab, hä? Schön, dass du da bist. Und wie ist es sonst so hier im Moonmoon Will? Alles ruhig? Gibt's was Besonderes? Mir auch gefällt es, wie der Mond die Nacht immer erhält. Das ist romantisch. Aha. Der Sensenmann scheint sich hier aufzuregen. Ja, kannst du ja auch gleich mal Restvertretung anbieten, wenn wir schon hier sind. Fragen wir nochmal nach Moonmoon Mill. Können wir den hier auch fragen? Mit dem geht's nicht. Die Einheimischen bezeichnen die Tunnel unter Moonmoon Mill als den Untergrund. Diese Bezeichnung existiert schon seit sieben Gedenken. Aha. Ach, Jack, hast du dir da mal was zu essen geholt? Oh. Wieso werden wir hierher gebracht? Okay. Jack, komm mal hierher. Hier hin joggen. Ich habe noch gesehen, du kannst ja Reproduktion auf die Pflanze machen. Vielleicht kann man eine mitnehmen. Wieso ist der bitteschön nackt? Es hat nicht funktioniert, da kam gerade eine Fehlermeldung. Warum geht es nicht bei der Pflanze? Wieso kann ich es denn anklicken, wenn es nicht geht? Nee, das hat, glaube ich, nicht funktioniert. Einmal probieren wir es noch. Nee, irgendwie hat es nicht funktioniert. Wir haben nichts im Inventar. Ich hätte gehofft, dass wir dann die Pflanze einfach heimnehmen können. Nee. Keine Chance. Mach mal hier Liegestützen. Wenn du schon energiegeladen bist, dann geht dein Spaß auch ein bisschen hoch nebenbei. Und Sit-Ups kannst du auch machen. So, tut aber noch mal Schnee sammeln. Vielleicht gehen wir auch mal kurz angeln, wenn wir schon hier sind. Geht nicht. Angeln. Ach, es ist zu kalt. Okay. Ja, das ist dann okay. Oh, hier sind Werwölfe. Und ganz viele Bücher. Zur Referenz lesen? Mach das mal. Was passiert denn hier, wenn du das machst? Studieren. Cool. Kannst du Werwölfe studieren? Er ist angespannt. Bestialische Präsenz, wenn in der Nähe eines verwandelten Werwolfs ist. In der Gegenwart von Werwölfen kann man nie vorsichtig genug sein, vor allem wenn sie verwandelt sind. Ja, keine Angst, Jake. Du bist ein Magier, du kannst dich auch wohl verteidigen, oder? Hier, der Christopher frisst hier Brötchen. Mal schauen, was passiert, wenn Jack das als Referenz liest. Ganze Passagen scheinen in einer geheimen Sprache geschrieben zu sein. Das Einzige, was Jake erkennen kann, sind ein paar Symbole, die aussehen wie der Mond. Dann lies mal das Buch dort. Nein, nicht nach drin rennen. Es schneit doch gar nicht so doll. Kannst du das mal studieren? Geht nicht. Und zur Referenz lesen? Ja, ist ruhig, ein Brötchen. Die scheint sich auch nicht zu stören, dass Jake hier ist. Jake, wo bist du? Was machst du? Komm hierher. Ich tue mal zurücksetzen. Zur Referenz lesen. Die sind doch ganz nett, Jake. Das sind die Werwölfe, die nichts Böses machen. Oh. Da hat sich einer zurückverwandelt. Oh, der Christopher ist wieder normal. Ja, du brauchst Spaß, ich weiß, Jake. Aber lies doch bitte mal das Buch. So, wir lesen es mal richtig. Mitten im Wald gab es eine Vampirhöhle. Obwohl der Großteil der Gruppe sich nicht näher herantraute, war Mingang bereits auf halbem Weg hinter den Bäumen verschwunden. Kleine Pilze fielen aus ihrem Korb und markierten ihren gefährlichen Pfad. Ah, das ist dann für den Untergrund wahrscheinlich. Jack könnte vielleicht noch mehr herausfinden, wenn er das Buch noch einmal liest. Ja, dann liest es nochmal. Oh, seine Hand. Er hat ja immer noch das Buch in der Hand, obwohl er es gar nicht mehr hat. Immer diese Rumbackerei hier. Und wie hältst du denn hier das Buch, Jack? Vielleicht können wir die Bücher dann zu Hause auch kaufen. Müssen wir mal schauen. Das ist jetzt unser Essen. Können wir das mitnehmen? Nein, können wir nicht. In Lunchpaket stecken. Der Christopher erfriert dort gleich. Kann ihn auch nicht wegschicken. Nee, wir wollen jetzt nicht, dass noch einer verreckt. Sein Winteroutfit sieht auch so aus. Ich habe es ihm jetzt angezogen. Jetzt ist es besser. Jack liest hier mitten in einem Schneesturm. Ja, wir gehen gleich heim. Wir waren schon den ganzen Tag unterwegs. Mitten im Wald gab es eine Vampirhöhle.
Ach so, das haben wir schon gelesen. Na, hat nichts rausgefunden. Ja, tu es mal in den Lunchpaket. Das hier auch. Inventar tun. Wir nehmen das Essen gleich mal mit. So, wir gehen nach Hause. So, wir sind wieder da. Das ganze Essen tun wir mal in unseren Schrank rein. Oh, Kinder, wieso seid ihr denn noch wach? Ihr seid dann natürlich alle nicht müde, weil wir unterwegs waren. Toll. So, Jack trinkt mal einen Trank für die Bedürfnisse. So. Weil er hat ein paar Bücher mitgenommen von dort, wo wir vorhin waren. Oh, hier ist die Maki. Die kennen wir auch. Die war auch unsere Angestellte. Und die wird er natürlich jetzt alle lesen. Also er hat die ja von den Werwölfen sozusagen geklaut. Ab ins Bett. Du auch. Auch wenn ihr nicht so doll müde seid. Und ja, klein Kitty sowieso. Sirius Haare werden erstmal auch so bleiben müssen. Ich habe keine anderen CC-Haare mit der Haarfarbe von Lumi. Und der Mod, also die Mod besser gesagt, die ich habe für die Haarfarben, die funktioniert auf meinem anderen Computer. Aber auf dem hier will der einfach nicht gehen. Ich weiß nicht, wieso das einen Unterschied macht, nur wegen einem anderen Computer. Aber ja. Ist auch so was Komisches wie diese Flüssigkeitsprobleme, die ich bei den Aufnahmen von OBS hatte. Das lag übrigens an einem Bildschirm. Ich hatte einen neuen Bildschirm bekommen für diesen Computer hier zum Geburtstag. Und der hat das verursacht anscheinend. Egal mit welchem Aufnahmeprogramm, bei allen ist das Gleiche passiert. Und ich habe den Bildschirm dann einfach zurückgegeben und jetzt einen anderen gekauft. Und hier ist es tatsächlich nicht mehr so. Also so komische Sachen, ich weiß auch nicht. Wieso passieren die immer nur mir? Nee, 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 du spielst jetzt hier nicht mit Fußball. Schau hier. Die Maki, die kann ja dann auch mal ins Bett gehen. Maki, das ist dein Bett. So. Du musst hier nicht nachts arbeiten. Butler. Aufgabe erteilen. Geh ins Bett. Gute Nacht. Weil dann kann Jack jetzt in aller Ruhe hier recherchieren mit den Büchern, die er geklaut hat. Achso, du liest hier wieder bei deinen Kindern. Ja, mach das. Ist halt der einzige Stuhl hier weit und breit, außer im Esszimmer, hä? Ja, und dann beginnt er jetzt mit seinen schönen Nachforschungen. Oh, da ist schon was. Liso war ein guter Redner, aber er sprach nicht nur von Liebe. Zwar sprach er gerne über ihre schicksalhafte Verbindung, aber noch lieber über seinen Stolz und sein Gefühl, dass sie unterlegen sei und sein Rudel dadurch abwehrte. Okay, sehr interessant. Aber dann beenden wir die heutige Folge auch einmal. Jack forscht hier weiter nach. Beim nächsten Mal geht es natürlich so weiter und ja, mal schauen, was dabei so rauskommt. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.